Yes, Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Risen 3. Heute ist mal ein bisschen ein anderes Setup, denn neben mir schläft nämlich gerade wer. Also ich werde heute in dieser Folge versuchen, mal auszutesten, ob ich mit der Kompression alles hinkriege, wenn ich leise bin. Für die, die es nicht interessiert, willkommen. Wir wollen heute auf Nachtwache mit Mason gehen. Ich bin soweit. Lass uns auf Nachtwache gehen. Los geht's. Schauen wir uns die Umgebung an. Folge mir. Damals waren es die dunklen Krieger, die gegen die Titanen gekämpft haben. Jetzt, da die Schatten über die Welt kommen, führen wir ihren Kampf fort. Ich weiß nicht. Oh, so kann ich langsam gehen. Oh, das habe ich noch gar nicht herausgefunden, glaube ich. Sicherheitshalber. Steck die Waffe weg. Kluge Entscheidung. Was hast du für ein Problem, Alter? Wir gehen immer noch schneller als der. Und wir gehen den längeren Weg, die Kurve entlang. Nichts Außergewöhnliches. Sehen wir uns beim Fluss um. Leg mal einen Zahn zu. Alles klar. Eldrick war es, der die grünen Feuer entzündet hat. Die Zeichen der Zusammenkunft. Er ist es auch, der das Wissen der dunklen Krieger in uns weckt. Die Runenmagie. So ist es. Gut, auch hier alles in Ordnung. Warte. Was ist? Psst. Verdammtes Schattenbiest. Wo eines ist, sind die anderen auch nicht weit. Komm. Das Vieh mache ich kalt. Oh. So. Nur ein toter Dämon ist ein guter Dämon. Ganz richtig. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo. Ach so, da hinten ist der Fluss, Alter. Der Fluss ist weit weg. Lass uns weitergehen. Wo der sagt, da ist der Fluss, würde ich nicht einmal sagen, da ist ein Fluss in der Nähe. Oh nee. What the f. Alter, nee. Und ich verpasse natürlich auch noch. Alter, wechsel zum Schwert, bitte, danke. Oh, Moment, ich bin fast tot. Ganz schlecht. Ich hasse euch. Main greift der große Typ noch nicht an. Oh Gott, sei Dank. Was machst du? Und was macht ihr? Bitte schön, Edward, greif an, danke. Okay, ich schlag einfach durch dich durch, du Penner. So. Du hast deinen Meister gefunden. Jo. Oh, wir können alles steigern, oder die meisten Sachen zumindest, die nicht wichtig sind. So. Oh. Goldklich, dachte ich, kann den Typen nochmal ausrauben. Können wir weiter? Ganz ehrlich, ich würde gerne diesen Typen hier töten. Oh ne. Oh ne. Halt, Moment, nein, so haben wir nicht gewettet. Vor allen Dingen, ich hab nicht gewettet. Oh Moment, du bist gar nicht so stark. What the fuck, du schlägst sauhart zu, aber kannst gar nichts. Komm, wir gehen weiter. Ach so, der hat jetzt einfach seine Route geändert, okay. Lass uns weitergehen. Ja. Können wir weiter? Natürlich sind nur Scavenger. Schattenviecher. Diese Biester tauchen immer wieder auf. Dann kriegen sie immer wieder aufs Maul. Gehen wir weiter. Unten lang. Die Schatten spionieren die Gegend aus. Stück für Stück versuchen sie uns zu schwächen. Aber ich will verdammt sein, wenn ihnen das gelingen sollte. Wird es nicht. Übrigens, die Scavenger scheinen sich gar nicht dafür zu interessieren, dass wir hier Nachtwache schieben. Wir müssen öfter auf Nachtwache gehen. Schön, das war's. Zurück zur Taverne. Das war... Das hätte ich an die letzte Folge noch dranhauen können. Das war jetzt echt nicht so lang, wie ich gehofft hatte und gedacht hatte. Ich dachte, wir gehen über fast die ganze Insel. So, da wären wir.
Du lebst auch noch und bist nicht weggelaufen. 100 Goldmünzen gibt es von mir obendrauf. Ich muss jetzt zurück zur Zitadelle. Und wer beschützt dann die Taverne? Travis wird alleine aufpassen müssen. Es wird Zeit, unsere nächsten Schritte zu planen. Lass dir von ihm was zu trinken geben und schlaf dich mal aus. Inferno. Alter, nicht schlecht. Dieser Winkel gerade war Hammer. So, Travis. Trinken geben lassen. Danke, mach ich. Falls dir nicht wieder Geld dafür verlangt, der Penner. Moment, du bist Travis da hinten, oder? Jo. Oh, jetzt können wir um die Wette trinken, oder? Lass uns um die Wette trinken. Endlich ein Herausforderer. Geil. Also, wenn du gewinnst, kannst du im Hinterzimmer umsonst Quartier beziehen. Verlierst du, zahlst du wie der Rest für den Schlafplatz. Los geht's. Okay. Greife nach den Flaschen und leere sie, bevor es dein Gegner tut. Je länger du dafür brauchst, desto betrunkener wirst du. Go. Dann mal los. Verdammte Scheiße! Dammit. Komm. Von mir kann man noch lernen. Moment. Was, werden wir jetzt aufgehängt? Das war ja eine peinliche Vorstellung. Aber wie gesagt, für ein paar Goldmünzen lasse ich dich trotzdem hier übernachten. Oder wir machen es noch einmal. Was, das war unsere einzige Gelegenheit? Du Arsch! Ganz ehrlich, fuck you. Du kannst mal einen ausgeben. Jeder, der gegen die Schatten kämpft, hat einen ordentlichen Schluck verdient. Dann trink mit mir. Prost! Er trinkt aus unsichtbaren Flaschen, das möchte ich auch können. Ja. Ich brauche mich jetzt nicht ausruhen, ich kann Gott sei Dank ohne Schlaf überleben. Auf ewig. Moment, achso, die haben wir schon geleert, die Kiste. Gut, gibt's da noch irgendwelche Quests, die hier sind? Eisen wird mit Eisen geschärft. Dieser komische Typ, ja. Eisenmine im Norden. Ich werde jetzt einfach selbstständig in diesen Bereich hier nach oben gehen. Oder hierher? Beide Bereiche vielleicht. Sonst haben wir hier eigentlich nur mehr... Ja, den Schweinedeal, ich werde dem mal sein Schwein abkaufen. Dass wir sie noch ein bisschen hinziehen, bis wir da drüber kommen. Und trinkfeste Bewirtung. Moment, kann ich... Oh, Moment, muss ich die Quest vielleicht erst auswählen, bis ich... Dann kann ich ihn unter den Tisch saufen. Vielleicht... Vielleicht nicht. Hey, wo bist du? Ah, Moment. Ach so, vielleicht ist es schon zu spät. Das könnte es sein. Wird wahrscheinlich so sein. Gut, dann auf dem Weg zum Schweinedeal. Moment. Oh, hier, okay. Wir sind übrigens beim Nachtwache nur diesen kleinen Weg hier gegangen. Das irgendwie ein bisschen lächerlich ist. Gut, Schweinedeal und dann geht's hier hoch in die Eisenmine. Ist, glaube ich, unser heutiger Plan. Nachdem die Nacht... Also ganz ehrlich, wenn du eine Quest zu groß anschreibst, ja, wir müssen auf Nachtwache gehen und Schatten bekämpfen, dann lass nicht nur zwei Schatten bekämpfen und einen Hauptboss, also einen Miniboss, sondern lass ordentlich was auf uns draufrennen und ich hätte gewünscht, dass wir ein bisschen mehr die Insel sehen. Ich hoffe, du machst nachts einen Schweinedeal. Was habe ich da gehört? Hallo. Und wie heißt du nochmal? Brian, vielleicht? Hier ist dein Gold. Hier hast du dein Gold. Sehr schön. Dann kann ich heute auch früher Feierabend machen. Es ist mitten in der Nacht. Was ist jetzt mit dem Schwein? Ja, warte einen Moment. Und jetzt ist wieder Tag, oder? So, hier hast du die Ware. 1A-Qualität, das schwöre ich. Hoffentlich. Ja, tatsächlich, es ist morgen.
Moment, wenn jetzt alle gleich pennen geht. Edward, leise. Dann lesen wir uns das hier mal durch. Oder wir stehlen es einfach mal. Ist ja auch nicht schlecht. Gut, dann lesen wir das doch mal. Irgendein Tagebuch? Mann, was? What the fuck, ich konnte das gerade nicht anklicken. Tagebuch von irgendwas? Tagebuch. Oder das? Tagebuch eines Büchsenmachers. Eventuell das. Ich höre schlecht, aber sehe gut. So ist es, wenn man ein Leben mit Knallpulver gearbeitet hat. Die modernen Donnerbüchsen haben mir zwar Geld eingebracht, dennoch fürchte ich mich vor ihrer Gewalt. Mit nur einem Schuss kann man Menschen das Leben nehmen. Wenn ich abends mit meinem Rum auf meiner Bank sitze, dann denke ich darüber nach, in was für einer Welt wir leben und ob diese Erde schon dem Untergang geweiht ist. Wenn es nicht die Titanen sind, die uns umbringen, dann tun wir es gewiss bald selber. Ich frage mich, ob das alles gewesen sein kann. Dieses unendliche Schwarz dort oben und wir Winzlinge hier unten. Manche kämpfen noch gegen das an, was hier lauert. Aber wie weit geht die dunkle Welle wirklich? Cool. Irgendwas, ich glaube, den Schmerztöter werde ich mal aus dem Schnellinventar rausnehmen. Und stattdessen vielleicht eher gegen Grog austauschen oder gegen Rum. Ja, Grog ist schwächer, deswegen jetzt erstmal den Grog. Außerdem haben wir davon einen mehr, also erheblich viel mehr. So, das ist mir jetzt eigentlich wurscht, das werde ich hier einfach runterdroppen. Moment. Nein, ich werde das nicht überleben, also werde ich nicht runterdroppen. Dann gehen wir halt oder rennen den normalen Weg. Wir sind Parkourer, ne? Sieht man ganz... du geschissene kleine Ratte. Nein, 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 nein! Fuck you! Penner, Penner, Penner. Go. So. Gut. Weiter schleichen ist, glaube ich, am einfachsten momentan. Müssen wir... Wir sind überhaupt mal falsch, oder wir gehen von hinten rum. Ja, gehen wir über hinten und dann probieren wir auch nicht herumzuschleichen wie Feiglinge, sondern... Und was seid ihr? Oh, das ist eine Grabspinne. Das nimmt kein Ende mit den... Oh, die ist sogar wach, also bei der können wir uns nicht vorbeischleichen. Und in dem Fall ich, beziehungsweise wir. So, hier sind wir, hier wäre der Fluss, aber bei der Nachtwache waren wir nicht wirklich beim Fluss. Zusammen sind wir stärker. Oh, ein Drachensnapper. Oder Drachenschnapper, oder wie auch immer man den ausspricht. Und da ist noch irgendwas geärgert. Ah, ein Scavenger, bitte los. Ach fuck, okay, Moment, das ist jetzt nicht gut. Brauchen A mehr Kugeln und B schnell. Nein, Alter, ich... Wie dumm. Gott sei Dank. Komm jetzt. Gott sei Dank bin ich so dumm. Der Scavenger da unten. Nein, bemerk uns nicht. Ich scheiß auf diese komischen Heldenblüten. Die bringen eh gar nichts. Oh, ein Varan. Ja, greif mich von hinten an. Noch hast du mich nie angegriffen. Ich weiß nicht, ob du viel Schaden machst. Ich möchte es nicht herausfinden. Und ging. Oh, du, okay, du machst relativ viel Schaden. Alter. Hä? Edward. Moment. Wie... Achso, ich dachte gerade, wie schnell ist sie jetzt hell geworden? Dabei dämmert es erst. Nein.
Okay. Hä? Hier ist es taghell. Hier ist es finster wieder in der Nacht. Okay, kleiner Bug, oder wird es jetzt hier wirklich erst langsam hell? Du hast deinen Meister gefunden. Nein, Moment. Moment, das ist gerade gut, was der Edward uns anbieten kann. Seelenstaub gegen Menschlichkeit, oder? Hier. Tausche Seelenstaub gegen Menschlichkeit. Das ist, glaube ich, wenn wir jedes Mal, wenn wir schlafen gehen, zumindest 5 Seelenstaub sammeln können, haben wir trotzdem einen Gewinn, obwohl wir schlafen. Ich glaube, so ist es gedacht. Gut, dann sagen wir ihm das auch mal. Gut. Ich werde jemanden in der Zitadelle nach deinem Großonkel fragen. Ja, das ist gut. Ein dunkler Krieger müsste die alten, ruhmreichen Heldentaten meines Großonkels kennen. So, so. Jetzt ist er auch noch ein Held. Du hast doch keine Ahnung. Ich wollte dich nicht beleidigen. Dann erzähl mir mehr von ihm. Randolph hat sich sehr um das Volk in Kalador verdient gemacht. Darum haben sie ihn sehr verehrt. Hm. Sein Land wäre genau der richtige Ort, um als Seefahrer den Lebensabend zu verbringen. Der Blick aufs Meer, die kühle Brise. Soviel ich weiß, fuhr Randolph nie zur See. Sicher? Nein. Frag die dunklen Krieger in der Zitadelle. Sie wissen mehr als ich. Nur sie werden mir bei meinem Geburtsrecht weiterhelfen können. Die dunklen und Quest Edwards Geburtsrecht. Moment, das schauen wir uns doch gleich mal an. Moment, bei was ist das? Ist das bei Crew? Ja, tatsächlich. Oh. Edward scheint sich unschlüssig, ob Vergangenheit seines Urgroßonkels Randolphs zu sein. Er möchte mehr Kleider lang. Zitadelle, dunkle Krieger, okay. Ich habe noch keine dunklen Krieger in der Ding gesehen. Vielleicht sind das auch nur die normalen Krieger, die da drum lungern. Hä? Ach, so eine Ratte, ich dachte. So. Kackstermitenjägerin. Nein, verdammt. Danke, Edward. Du hilfst uns inzwischen echt häufig aus der Patsche. Und Mann, ist es hier dunkel. Ratte. Gibt dir überhaupt irgendwas? Oh, ja, tatsächlich. Hä? Ach so, nee. Es irritiert mich immer, ob die was geben oder nicht. Alter, what the fuck ist hier mit den Termiten los? Moment, ist hier oben ein Übergang? Ja, Tatsache, da kommt man dann rüber. Oh, das ist cool. Dann werde ich mal dort rüber gehen. Vielleicht ist hier nämlich eine Art Teleportstein. Moment, ganz langsam. Eile ganz langsam zu mir, Edward. Jetzt ist es auch noch eine Kriegerin. Oder ein Krieger. Normalerweise sind Krieger, aber bei Insekten ja, glaube ich, auch eher weiblich. Oder? Ah, nee. Moment. Hä? Drohnen sind männlich und Krieger sind weiblich. Ich habe keine Ahnung. So gut war ich in Biologie nie im Bereich Insekten und so. Wo denn? Alter, jetzt sind das... Ach so, Skelette. Ich dachte, das sind Schergen. Wobei, Skelette sind fast schlimmer als die scheiß Schergen. Und ja, ich sehe gerade auch nichts. Ich schlag gerade nur auf den Namen ein. Alter. Du Dreckskelett. Wir verfuttern schon fast unsere ganzen Proviante vom Schweinedeal. An dich! Alter, jetzt reg mich nicht auf. Du gehst mir gerade so am Sack. Einfach, glaube ich, kurze, schnelle Schläge sind hier effektiver bei den Typen. Also sie sind mal wirklich ausgenockt. Nein, nein, nein! Oh Gott sei Dank.
Gut, der Schädel, weiß ich nicht, wie viel der wert ist. Oh, da hinten ist ein... Nein! Nein! Alter, nein! Alter, nein! Nein, Alter! Kein Close-Up von dir! Du bist hässlich! Wow. Schattenwächter. Haben wir die übrigens schon irgendwo anders mal gesehen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Tag hell? Nacht finster. Ja. Ich glaube, auf Kieler geht jetzt so langsam die Sonne auf. Also von rechts nach links, von Osten nach Westen. Die Sonne geht im Osten auf, oder? Ich glaube. Ich bin so schlecht in sowas. Moment, nee, hier ist gar nicht Sonne. Hier ist einfach... Hier hat das Schattenreich überhand Sollen genommen. Die Schatten nur kommen, mit denen werde ich schon fertig. Oh. Halt mir lieber den Rücken frei. Keine Sorge, ich weiß schon, was ich tue. Am Arsch, ein Seelenfresser. Was bist du für ein Vieh? Bist du eine Art... einfach nur starker Gegner oder bist du wirklich ein Miniboss? Ich glaube, diese Typen bei den Skeletten da, diese Schattentypen, sind nur starke Gegner und das ist ein Miniboss. Das war's mit dir, Mistvieh. Haben wir für den jetzt Ruhm bekommen? Ich hoffe mal. So. Noch so ein Schattenbiest. Ich sollte gegen die Schergen nicht meine Kugeln verschwenden. Wir haben nur noch 41. Alter, die Animation war jetzt cool. Und dir lässt nichts fallen. Oh, Kind. So. Wie? So? Nein. Nicht ganz vor, ja. Nicht ganz vor. Ganz zurück, ganz nach vorne. So. So knackt man Schlösser. So klackt man Schlösser. Fluch der Schwäche. Verflucht deine Gegner mit Schadens- und Rüstungsreduktion. Was, wenn die Schadensreduktion bekommen, ist das doch schlecht für mich. Oder nicht? Oder meinen die hier was anderes, als dasteht? Oh, schleichender Tod hört sich cool an, vor allen Dingen gegen Bosse oder so. Also, weil falls es so einen Endboss wie Maga in Teil 2 gibt, das wäre schon nicht schlecht. Ein Hund? Alter, wechsel mal schneller zum Schwert. Gott sei Dank kannst du nicht blocken, du Penner. Das heißt, du wirst von uns einfach zu Tode gemobbt. Immer mal übrigens sollte man keine Witze machen, außer wenn es um Höllenhunde geht. Die haben es nicht besser verdient. Oh, ne. Aber ich find's cool, dass die Schergen immer mit anderem Design sind. Also, dass man hier mit Knochenhelmen gibt und... Und der Typ da links steht einfach daneben, wie wir seinen Freund mal einfach abmetzeln. Oh, Moment, das war schlecht. Ich glaube, du magst die, hast den Typ gerade nicht besonders gemocht hier, dein Freund. Wart ihr irgendwie schlechte Kollegen oder was? So. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, was ich jetzt... Nein! Am Arsch! Ja, nee. Ist klar. Alter, genau. Gegen sowas haben wir aber schon mal gekämpft, glaube ich. Schrecken des Nordens, so ein Lindwurm. Und natürlich sind hier diese Motherfucker. Ja, genau. Ich kümmere mich mal um die... Nein, 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 nein. Ich bin quasi tot, oder? Erstmal den Höllenhund, der ist ein bisschen aggressiver. Nein, 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 fünf, schnell. Nein, falsch. Alter, ich hoffe, der tötet den nicht, der Edward. Ich würde den Schrecken des Nordens gerne großteils selbst bekämpfen.
Aber ganz ehrlich, das Enemy Placement in dem Spiel ist teilweise echt beschissen. Weil teilweise kann man so Bosse nicht genießen, weil man noch gegen so viele kleine kämpfen muss. So, ja, ist mir jetzt scheißegal, wie du den zwischen seine Rippen stichst. Moment, das ist mir jetzt auch wurscht. Moment, hat er dich gerade verjagt, oder? Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir das. Ah! Ah! So. Ja, am Arsch. Oh, Moment. Alter, ich hasse das, dass die so schnell sind. Habe ich schon mal... Der Schrecken von Kalador. Questerfolg. Oh. Ah, okay. Und was hat der für uns? Einen Schwanzstachel. Im Ernst? Wir müssen uns trennen, wenn du weitergehen willst. Ich folge dir. Das war jetzt so nicht geplant. Ich habe den Papageienflug irrtümlich benutzt. Ich wollte zur Pistole, zur Kanone wechseln. Aber das scheint diese vielen toten Dämonen zu erklären. Einmal persönliche Habe, zweimal persönliche Habe gleich. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Ja, der. Das wird sicher auch noch eine Quest von den Dämonenjägern sein, dass ich die persönlichen Haben des Schreckens dieser Typen abgebe und erkläre, warum die verreckt sind. Moment, Edward, du schaffst es schon da hinten. Momentan hoffe ich. Bilde ich es mir ein oder werden diese Animationen jetzt häufiger? Diese Kill-Animationen. Am Anfang habe ich die quasi nie gesehen. Oder muss man dafür eine gewisse Menge an Damage machen? Questerfolg, persönliche Gegenstände. Cool. Das ist schön. Ist hier noch so ein Schrecken des Nordens? Ah, da ist ein schwarzer Ghoul. Und hier hinten ist nichts außer ein paar Ratten und einer Geisterblume und so einem Geisterpilz. Oh. Wie kommt ein Boot hier hoch? Ganz ehrlich, wir sind an einer der höchsten Stellen im Land. Und hier ist ein Boot. Ja gut. Kommt mir jetzt nicht mit irgendwie Kontinentaldrift. Ich schätze, das Boot wäre dann nämlich schon längst verrottet. Weil das ist rein aus Holz. Geisterpilz. Nett. Moment, wo sind wir jetzt überhaupt? Hier ist Schattenbereich. Oh, hier ist auch noch Schattenbereich, glaube ich. Oder? Moment, ich bin gerade verwirrt. Sind wir von hier gerade gekommen? Moment. Ja, oder? Hä? Schrecken des Nordens. Bist so ein bisschen gerade dumm gewesen. Also, Moment. Das war, hat jetzt keinen Sinn ergeben. Ich wollte sagen, Schrecken des Nordens ist irgendwie jetzt ein bisschen blöd gewesen, dass wir den jetzt gefunden haben. Weil ich wahrscheinlich hätte man von irgendwem eine Quest aufnehmen können, bei der es um die Verschwundenen geht. Und bis ich den jetzt finde... Weil ich bilde mir nicht ein, dass wir so eine Quest hatten. Und ja, Edward, das war brutal. Hier ist übrigens die Totenkopfhöhle, die schon verschlossen wurde von den Männern. Also, deswegen war hier auch ein Schattenlord und so ein Lindwurm. Ein Schatten... Ja, habe ich richtig gesagt. Schon draußen. Wahrscheinlich, wenn du die Höhle sprengst, versuchen die noch rauszukommen. Wahrscheinlich ist das momentan unser später unser primäres Objective, dass wir hier alles sagen nicht, wir hätten von dort vorne kommen sollen.
oder? Ich schaue mich hier nochmal um. Also wahrscheinlich hätten wir von da kommen sollen. Der hat dann gesagt, ja, meine Männer haben... Wo sind meine Männer? Und ja, dann müssen wir mit dem gegen den Typen kämpfen, gegen den Schrecken des Nordens, den Lindwurmartigen. Und na, ich denke mal, so war das eigentlich geplant, aber bitte wenn... Ja, und es ist jetzt gerade erst Morgendämmerung. So. Höllenhund ist tot. Es war brutal. Ja, es wird langsam langweilig, Edward. Oh, Moment, ist hier die Mine? Oh, egal, ob hier die Mine ist oder nicht. Ich gehe da lang erstmal nicht. Sondern hier entlang. Hier ist nämlich nur so ein kleiner Durchguck. Da sind Termiten. Und das hier schaut doch friedlich aus. Truthähne, Häuser. Und direkt daneben die Schatten. Ich glaube, hier geht es den Bewohnern auch nicht so gut, wie ich, wenn ich es mir so ansehe. Nein, Moment, Wasser? Also, wer hier gewütet hat, brauchte keinen Gegner fürchten. Törichtes Bauernpack. Was, sie können doch nichts dafür, dass sie Bauern sind. Oh, Fusel. Nice. Zerbohr. Oh, hatten wir das als Ding? Als Quest, dass wir den zerbrochenen Dietrich finden sollten? Ich bin mir nicht sicher. Scheinbar. Wir könnten uns schlafen legen. Möchte ich momentan aber nicht. Ist das hier unten Fusel oder ist das... Wahrscheinlich ja nicht. Schlafen möchte ich momentan nicht. Es wird gerade Tag. Ich möchte nicht schon wieder den Tag verschlafen. In Risen ist Nachtswandern nämlich irgendwie nicht so nice. Und da oben sind Fried... What the fuck? Ach so, der stand gerade so da, dass ich den für einen Baum gehalten habe. Deswegen, ich habe mir gedacht, warum ist der Typ auf einmal da? Und hier geht's zu einem der Feuer, das hier auf der Spitze entzündet wurde. Oder ist es über der Taverne? Nee. Oder? Glaub nicht, oder? Ich hoffe, keine Ahnung. Aber egal, dann reden wir mal mit dem Typen oben beim Friedhof. Und dann reden wir mit dem Typen, von dem ich denke, dass wir mit dem den Lindwurm hätten töten sollen oder den Schrecken des Nordens halt. Fenn. Was ist hier passiert? Der Tod kam sie holen, der Bastard. Diese verdammten Schatten greifen schutzlose Bauern an. Erzähl mir mehr über den Angriff. Da gibt es nicht mehr viel zu erzählen. Den Spuren nach hat hier ein ziemlich großes Biest gewütet. Muss sie im Schlaf überrascht haben, das feige Schwein. Die hatten keine Chance. Okay, das kann ich mir sogar vorstellen. Was weißt du über den Hof hier? Hier hat der Bauer Wolfson mit seiner Familie gelebt. Aber von denen ist nichts mehr übrig. Nur die Magd Eona konnte entkommen. Bin auch nicht dazu gekommen, nach ihr zu sehen. Musste erst die Leichen bestatten. Oh, das wird jetzt auch eine Quest, oder was? Irgendeine Ahnung, wohin Eona geflohen sein könnte? Ich habe ein paar Spuren entdeckt, die nach Norden führen. In der Gegend ist auch ein alter Steinkreis. Könnte sein, dass sie dort in der Nähe Unterschlupf gesucht hat. Aber das ist nur eine Vermutung. Wahrscheinlich lebt sie schon nicht mehr. Ja, vielleicht. Ich sehe mich mal nach Eona um. Gut, aber pass auf dich auf. Hab keine Lust, noch ein weiteres Grab auszuheben. Ja, nur aus Faulheit, oder was? Der Mistkerl! Was zur Hölle? Ganz ehrlich, Finn, fuck you. Ich lade das nochmal. Moment, wann ist der letzte Ladepunkt gewesen? Scheiße, ich sehe nicht, wann das war. Ich bete einfach mal, dass es nicht zu lang zurück ist. Wenn wir jetzt vor dem Lindwurm stehen, dann cut ich auf jeden Fall. Ach so, nee, okay. Das ist noch recht human. Dann skippe ich nur den Dialog. Und bestehle ihn nicht.
Ja, erzählen wir über den Angriff und die Mark Dione. Ja, die Mark Content kommen. In nach Norden, in den Steinkreis. Gut, danke. Bauernopfer. Klingenblatt. Oh. Und Runenstein. Runenhaut. Cool. Hier habe ich was glänzen sehen. Oder auch nicht. Ach doch. Ah, hier kann man durchsehen durch den Felsen. Das habe ich glänzen sehen. Mit Steinkreis, glaube ich, meinte übrigens das hier oben. Aber jetzt gehen wir erstmal hierher, weil hier war der Typ, mit dem wir reden konnten. Dann werden wir uns hier oben umschauen. Wo ich auch glaube, dass der Erz, wo das Erzbergwerk ist. Erstmal trinken wir allerdings. Kostenloses Leben ist nämlich immer erwünscht, kann ich nur sagen. Oh, das. Ich habe schon wieder vergessen, dass es wie Proviant wirkt. Man kann hier echt nicht auf einem Wasserfass mal einen Schluck nehmen. Meistens nur aus einer Rumflasche. Scavenger. Am Arsch, Kobolde. Jetzt geh mir nicht am Sack, du kleiner Scheißkerl. Ach so, Moment, ich wollte doch zur Waffe, zur anderen Waffe. Alter, wechsel jetzt. Man muss da teilweise echt zweimal drücken. Und ich muss gerade ein bisschen schauen, dass ich entkomme. Ich möchte nicht zu nah bei denen sein. Oh, zwei auf einmal. Alter, du wurdest zerfetzt, du kleiner Gnom. Ich könnte jetzt wieder zum Wasserfass gehen. Ich habe keine Lust auf die Animation, also fuck it. Moment, sind das eigentlich die Scavenger? Ah ne, hier unten ist der Schweinehirt. Ich dachte, das wären die Scavenger, die wir hier mal gesehen haben, aber nein. Wobei, es könnten sogar die sein, weil ich glaube, keine Ahnung. Ist mir jetzt auch ziemlich egal. Blutwurzel. Was? Wir sind schon fast 40 Minuten in den Part rein. Okay, der Part kam mir echt nicht so lange vor. Kyrill. Dich habe ich ja hier noch nie gesehen. Haben dich die grünen Feuer hierher getrieben? Bisschen Sarkasmus? Ja, komm, ein bisschen Sarkasmus kann er sicher vertragen. Nein, eher ein Segel und Planken unter den Füßen. Ah, verstehe. Süßwassermatrose. Du hast dir einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht, hier aufzukreuzen. Die Eisenbucht ist ein einziges Grab geworden und der Tod nimmt keine Rücksicht auf Neuankömmlinge. Ich schaffe es nicht einmal mehr, unseren Gefallenen die letzte Ehre zu erweisen, verdammt! Brauchst du Hilfe? Richtig. Jemand muss sich zu den Toten durchschlagen und mir ihre persönliche Habe bringen. Du willst, dass ihre Leichen geplündert werden? Ja, verdammt! So verlangt es der Ritus der Dämonenjäger. Diese Gegenstände werden Einzug in unsere Hallen finden, sodass man sich an ihr Opfer erinnern wird. Okay. Mach ich gerne. Ich besorge dir die persönlichen Gegenstände deiner Gefährten. Gut, und egal, was ich dir in den Weg stellen mag, zeig kein Mitleid. Ich mach mir mal ein paar Gedanken, wo wir ihre Körper begraben. Können sie ja nicht einfach so verrotten lassen. Dann mach dir mal schnell Gedanken, denn ich hab die persönliche Habe. Hier, mehr war von deinen Gefährten nicht zu retten. Danke. Dann lass uns ihre Überreste mal unter die Erde schaffen. Ihr habt gut gekämpft, Brüder. Und ihr werdet nicht vergessen. Ruht in Frieden. Was können wir Menschen gegen so viel Tod und Verderben noch ausrichten? Naja. Ich würde mal sagen... Unsinn. Die Schatten sind nicht unbesiegbar. Und was macht dich da so sicher? Ich habe mich um einen Schattenlord in der Nähe der alten Ruinen gekümmert. Wirklich? Respekt. Und weißt du was? Du hast recht. Tragen wir den Kampf zu ihnen und verjagen wir das Pack ein für allemal. Jetzt verstehen wir uns. Gut, ich kehre zurück zur Zitadelle. Wir sehen uns. Moment, ich wollte mit dir noch reden. Was kannst du mir über die grünen Feuer erzählen? Warte, was stand da nochmal in den alten Schriften? Seit jeher lodern die grünen Feuer auf, wenn ein schwarzer Schatten die Menschheit zu verschlingen droht. Und was heißt das?
Ich hab keine Ahnung, Mann. Das stand halt so in den Büchern. Unsere Vorväter sind schon ihrem Ruf gefolgt und nun ist es an der Zeit, dass wir das Gleiche tun. Wenn er wieder gerade gesagt hat, das stand halt so in den Büchern, habe ich mich voll daran erinnert, dass der vielleicht ein Schüler, einfach nur so ein Schüler ist, der sagt, ja keine Ahnung, ich verstehe das gar nicht, das steht halt so da. Oh, Moment. Lass uns handeln. Wir können dir unsere ganzen Krempel andrehen. Das ist schön. Stählerne Arm. Das ist cool. Das ist besser als die Pistole. Braucht aber Bolzen. Fuck you, Pistole. Schrottpistole kann auch mal weg. Ja, dann würde ich sagen, verkaufen wir all unseren Schmarren. Wie zum... Ach, Moment, vielleicht hat der überhaupt... Schattenwaffen können weg, Muscheln kann weg, Eisen... Moment, Eisenerz behalte ich mal, das behalte ich. Das muss ich für woanders verkaufen. Hier die ganzen Sachen wie Zungen, Zähne, Spinnenbeine... Gut, das, was immer ich gerade verkauft hatte, aber es wird nicht wichtig sein. Auge. Moment, vielleicht behalte ich davon mal eins. Hörner, Affenschädel. Ach nee, das ist hier, glaube ich, für was anderes wichtig. Schwarzstachel. Hehe. Schattenzepter. Oh nee, das behalte ich. Das ist eine Trophäe. Sonst, ein paar Schädel. Behalte ich auch mal nur einen, falls wir mal irgendwem einen Schädel überreichen müssen, um irgendwas zu machen, um einen Fluch aufzuheben oder irgendwas in die Richtung. Sonst hast du Kugeln. Nein, du hast nur Klump. Ach so, nee, das haben wir ja alles dir verkauft. Okay, du hast nur geile Sachen, Alter. Guter Deal. Für uns. So. Dann... Achso, Moment, Kieler. Ah ne, warum Kieler? Kieler hat mich verändert. Meine tiefste Persönlichkeit. Moment. Warum ist das Ei... Achso, Moment, das ist ja hier bei den... Der alte Bundjäger der Dämonen. Hier ist ja das drinnen. Bauernopfereisen wird... Achso, das wird wahrscheinlich an derselben Stelle sein. Nehme ich an. Oder beides hier in der Nähe. Und vielleicht lebt die eine sogar noch. Was war hier gerade so ein komisches Geräusch? Was ich ziemlich schade finde, ist, dass unser Protagonist nicht wie im ersten Teil irgendwas zu Gräbern sagt. Auch wenn das natürlich ein anderer, wenn wir jetzt jemand anderen spielen, aber ich finde es trotzdem schade. Und gehen wir überhaupt in die richtige... Ja, wir gehen in die richtige Richtung. Hier lang. Und jetzt aus der Höhle links rum zu diesem einen riesigen Typen hier, vor dem wir speichern und nochmal ein bisschen Proviant reinpfeifen. Und nochmal speichern, einfach weil es sicher ist. Und fuck it. Der Erzgolem. Du wirst uns gleich sehen und ich möchte nicht Termiten noch gleichzeitig bekämpfen. Was für ein heidnischer Ort. Und doch... Ich muss sagen, er hat was. Jo, irgendwie schon. Alter. Moment, Rückzug, damit uns der Eisenerzgolem oder Erzgolem im Allgemeinen nicht angreift. Rückzug. Alter, nicht gegen irgendwelche Felsen rollen. Hast du im Rollengrundkurs nicht aufgepasst? Nicht gegen Felsen rollen, Kapitel 1. Alter, ich hasse euch. Ihr seid zwar nicht stark, aber wenn ihr zu zweit oder so seid, geht einem einer richtig auf den Sack. Und in dem Fall bist das du, du Penner. Aber ich werde deinen Kumpel ausschalten. Jetzt nur noch du und ich. Und jetzt zeig mir, was du kannst. Du kannst gar nichts außer nerven. Und jetzt labe ich mich an deinem rohen Hühnerbollen. Das hat sich auch sehr pervers angehört. Nein! Ach, fuck. Nein, Alter, nein! Oh, nee. Du bist auch gegen sowas immun, oder? Ja, natürlich.
Jetzt werden wir ihn einfach beide so lange schlagen, bis er stirbt. Ohne Unterbrechung. Wenn er sowas macht, fresse ich einfach Proviant. Gott sei Dank ist dieses Kampfsystem einfacher als in Dark Souls. Alter Motherfucker! So. Siehst du aus, als könntest du einen Schub vertragen nach diesem Kampf? Oh, nee, aber vielleicht zum Hühnerbeulen, so einen grad frischen. Gut, damit hätten wir den Typen hier in der Mitte auch beseitigt. Bleiben noch der Scavenger und die Termiten auf der anderen Seite des Feldes. Irgendwie komme ich mir in Risen bei solchen Sachen und auch... Fuck you. Beim vorletzten Mal oder letzten Mal, keine Ahnung, wo wir bei Edward waren, vorletzten Mal, bei Edwards Grundstück, kommt es mir jetzt langsam so vor, als würden wir mehr und mehr arenaartige Kämpfe austragen. Und das ist ein ganz einfaches Schloss. Ja, das ist gar nicht, da muss man gar nicht drüber reden. Hat auch nur Inhalte, von denen man gar nicht reden muss. Leider. Oh, ein Teleportstein. Das heißt, hier wird irgendwo in der Nähe ein Teleport sein. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum manche Leute so richtig Angst vor Spinnen oder vor Insekten haben. Sie sind nervig, aber... Also nicht nur in-game, sondern allgemein sind Insekten meiner Meinung nach irgendwie nervig, aber... So richtig Angst. Ich habe mal gelesen, dass es bewiesen ist, dass Menschen vor, Tieren Angst haben, die größer sind oder mehr Beine haben als man selber. Das kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Alter, was hat die gerade bei sich gehabt? Oder habe ich zwei gleichzeitig gelootet? Nee. Und wo ist die dritte? Jägerwurzel, ein Druidenschierling quasi, in anderer Form. Oh ne, die geben tatsächlich nur so ein... Egal. Ich glaube, ich hatte vorhin einfach Glück. Die Drops sind nämlich, glaube ich, auch ein bisschen zufällig generiert. Hier kann man nicht drüber hoffen, denke ich mal. Gürteltier! Nein, Kobolde! Ihr miesen kleinen Drecksviecher! Ich habe nur noch 15 Schuss. Und ich möchte die nicht an euch verschwenden, zumindest nicht alle. Weil ihr dafür einfach zu unbedeutend, klein und leicht seid. Edward? Oh, wir können Fernkampf steigern. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Moment. Komm, hier. Ich drücke immer auf L, weil ich die anderen Shortcuts außer die Seekarte nicht kenne. Ach so, nee. Fingerfertigkeit ist das, wo was wir höher wollten, oder? Aber wir haben inzwischen schon Schlossknacken 101. Also wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Dann steigen wir mal ein bisschen Fernkampf. Und dann schauen wir, dass wir Fernkampf auch auf 70 bringen. Und danach bringen wir Nahkampf auf 70 und dann Härte. Und dann wird das Spiel wahrscheinlich eh schon längst aus sein. Also jetzt mal Fernkampf hochleveln auf 70. Dann, glaube ich, können wir... Gut, die Sachen wie diese Golems sind ja leider immun gegen Fernkampf. Was auch ein bisschen kacke ist. Aber auch verständlich. Übrigens, ich glaube, wir haben das unter Anführungszeichen Bauernopfer gefunden. Bleib mir ja vom Leib. Ich warne dich. Keine Angst, ich tu dir nichts. Du bist keiner von diesen Dingern? Nein. Und du willst mich auch nicht umbringen? Nein. Oh, gut. Kannst du mich hier wegbringen? Ja klar, aber zuerst... Was ist dir passiert? Unser Hof wurde in der Nacht von so einem riesigen Biest überfallen. Es hat entsetzlich gestunken und furchtbare Laute von sich gegeben. Man könnte glatt meinen, du redest von Captain Stahlbart. Was? Nein. Also jedenfalls konnte ich fliehen, als das Ding den armen Semyon gepackt hat. Und seitdem sitze ich hier und traue mich alleine nicht mehr weg.
Das mit dem alten Stahlbad war nicht schlecht. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass das sein Sohn ist, also Captain Stahlbarts Sohn, den wir hier spielen. Touché. Ich bring dich in Sicherheit. Tausendfachen Dank. Meinst du, wir schaffen es bis zur Taverne? Keine Sorge. Kümmer du dich nur darum, dass deine Beine nicht einschlafen. Auf geht's. Die vermisste Magd, ja, würde sagen, das ist kein Problem, dass wir die hinbringen zur Taverne. Aber ich glaube, das werden wir erst beim nächsten Mal sehen. Und eventuell können wir das nächste Mal vielleicht sogar schon ein Dämonenjäger werden, weil wir haben ihr inzwischen ziemlich viele Quests für sie erledigt. Wir haben ihre Toten bestattet, wir werden gleich ihre Magd... An diesem Ort haben Semion und ich früher viele schöne Stunden verbracht. Jetzt ist er tot. Und ich werde nie wieder... Ach, Semion. Das ist gerade nicht so einfach. Ich bin mal kein Arsch, oder? Besser, wir gehen weiter. Hier ist es nicht sicher. Ich denke, ich werde diesen Ort nie wieder sehen. Aber du hast recht. Gehen wir weiter. Ich hoffe, jetzt bin ich kein Arsch. Aber egal. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Moment, wir sind hier überhaupt nicht richtig. Bei Let's Play Risen 3. Und bis dahin sage ich mit Edward und Iona im Schlepptau bis zum nächsten Mal bei Let's Play Risen 3. Soll es euch gefallen haben, gebt doch einen Daumen oder einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.